Also, Tokyo Hotel haben wir getroffen und wir haben für euch ein sensationelles Interview geführt. Sensationell. 6 Minuten lang müsst ihr jetzt dazuschauen, denn erzählen ganz viele tolle Sachen. Die klären auf über ganz viele Gerüchte, erzählen über ihr Album, das übrigens auf Platz 1 der Charts gelandet ist. Yeah! Ja! Genau, guckt euch das Interview an, ihr werdet viel Spaß haben. Nicht erschrecken, Bill hat da noch die alte Frisur, wir haben leider zu lange gebraucht, um das zu schneiden. Aber bravo. Viel Spaß. Fühlt euch Tokyo Hotel und humanoid und automatisch. Wie ein Comeback, weil wir waren ja die ganze Zeit über eigentlich präsent. Also wir haben ja die ganze Zeit auch gearbeitet und waren im Studio. Also wir haben ja jetzt nicht irgendwie Urlaub gemacht, um ehrlich zu sein, gar nicht. Und ja, also von daher ja, fühlt es sich nicht an wie ein Zurückkommen, sondern es fühlt sich eher so an, dass wir jetzt wieder mit einer neuen Platte halt einfach loslegen. Ja. Und weitermachen. Wir haben ja auch übers Internet aufgenommen. Was irgendwie total abgefahren ist, weil ich dann hier in Hamburg stehe im Studio und dann höre ich über Kopfhörer dann meine Produzenten, die dann in L.A. sitzen und ja, das ist schon abgefahren, was es alles gibt und was alles möglich ist. Von daher haben wir echt dann so Sachen einfach mal ausprobiert und ja, das war aber gut. Also wir fühlen uns in L.A. auch total wohl, aber Deutschland ist auf jeden Fall, und das sage ich nicht nur so, Deutschland ist auf jeden Fall unser Zuhause. Seid ihr denn jetzt noch oft in der Heimat, in Magdeburg und Leutsche und so, oder ist es jetzt komplett gestorben und alle sind in Hamburg? Also die beiden ja. Ja, regelmäßig. Also die beiden ja. Also die eigentlich immer. Die wohnen ja da auch und Tom und ich nicht. Also wir sind eigentlich so gut wie nie da. Ich habe irgendwann, neulich waren wir mal irgendwann da, da hat jemand Geburtstag und da war ich mal da. Aber dann habe ich das auch echt seit langer Zeit alles mal wieder gesehen. Also das ist auf jeden Fall ein extrem nettes Mädchen, muss man sagen. Aber ansonsten geht da jetzt auch nicht so viel, ehrlich gesagt. Also es ist aber auch aufgrund der Zeit einfach. Und man kennt mich ja, ich bin ja eher so der Typ, der nicht so viel Zeit in so Beziehungssachen verschwendet. Also es hat sich nicht geändert, ja? Es hat sich nicht geändert. Es hat sich nicht geändert, nee. Obwohl ich schon sagen muss, dass ich meine Meinung in so ein bisschen geändert habe, was dieses ganze Verliebtsein angeht. Ich habe ja eigentlich gar nicht dran geglaubt, dass das überhaupt so funktionieren kann. Und jetzt ist es so, dass ich auf jeden Fall dran glaube, dass es vielleicht mal irgendwann klappen kann oder es zumindest hoffe so. Wie kommt das? Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn ich mich mal richtig verliebe auf jeden Fall. Er ist ein bisschen erwachsener geworden durch mich. Echt? Nee, aber er weiß jetzt ein bisschen mehr solche Sachen zu schätzen. Ja. Aber wie hast du das denn gemacht? Das erzähle ich seit ich 13 bin. Na, es ist einfach, er guckt sich das im Laufe der Zeit einfach von mir ab. Er weiß einfach das, was ich schon gewusst habe mit 15. Und davor auch schon, dass realisiere das jetzt, ist ja, dass er kann man ja seine von Zeit nicht verschwenden sollte mit irgendwelchen Flüchtigkeiten und mit irgendwelchen Nebenbei-Sachen, sondern dass man seine wenige Zeit mit den Menschen verbringen soll, die einem wirklich was bedeuten. Recht. Was jetzt aber nicht ausschließt, dass man nicht trotzdem irgendwie abends mal ein bisschen Spaß hat irgendwie mit verschiedenen Mädchen, aber das schließt das ja nicht aus. Aber es wäre trotzdem halt grundsätzlich schön, wenn man sich auch mal verlieben würde, so würde ich mich drüber freuen. Obwohl es könnte auch negativ sein, weil ich halt echt auch überhaupt nicht die Zeit dafür habe, ehrlich gesagt, mich irgendwie zu verlieben und da eine ernsthafte Beziehung mit irgendjemandem anzufangen. Ja. Auf jeden Fall, dass wir Jay-Z irgendwie kennenlernen konnten. Wie ist der gewesen zu euch? Sehr, sehr nett. Also er ist so ein total entspannter Typ irgendwie. Wir haben irgendwie einen ganz netten Abend alle zusammen gehabt und haben irgendwie zusammen gegessen und ein bisschen was getrunken und so. Das war ganz nett und ja, also eigentlich war es alles ganz nett. Also negative Erfahrungen haben wir jetzt nicht groß gesammelt mit irgendjemandem. Mhm. Wie habt ihr euch mit Miley verstanden? Die habt ihr auch mal kennengelernt? Oh, die war ganz nett. Also mit ihr haben wir gerade bei den VMAs da auch irgendwie ein bisschen was gemacht und so. Und die ist auf jeden Fall ein totaler Wirbelwind. So ein aufgewecktes Mädchen auf jeden Fall. Also die zieht einen extrem hoch, wenn man gerade müde ist. So. Also da muss man auf jeden Fall schon gucken. Ne? Ja, also man passt auf jeden Fall schon auf, wo man hingeht, aber man kann sich ja nicht sein ganzes Leben lang verstecken, das geht einfach nicht. Ich hoffe einfach, dass die Leute es akzeptieren, dass sie nicht bekannt werden will.
wir können immer nur dazu sagen, wir wollen niemandem irgendwie vor den Kopf stoßen und schon gar nicht irgendwie unseren deutschen Fans. Also darum, und es gibt auch echt keinen Grund, irgendwie da irgendwie sauer zu sein. Also ich kann das nur immer wieder sagen und vor allem, ja, es bringt auch nichts irgendwie. Warum soll man sich die Zeit dann, die wir dann mit unseren Fans haben oder so, dann irgendwie verderben, weil man dann irgendwie wegen irgendwas böse ist? Also letztendlich, wir versuchen einfach das zu machen und für alle Fans da zu sein. Und wir sind ja auch in jedem Land, wir sind ja auch in Deutschland, wir haben das Album irgendwie auf Deutsch auch wieder gemacht und ja, das ist ja auch weiterhin so. Und von daher, es gibt wirklich keinen Grund, irgendwie sauer zu sein. Also wir wohnen in Deutschland, wir leben hier, unsere Familien sind hier und wir wissen auch, und das werden wir auch nie vergessen, und das sagen wir auch nicht einfach so, dass unsere Karriere hier angefangen hat. Und dafür sind wir jeden Tag dankbar und das vergessen wir auf keinen Fall. Also egal, was da passiert und egal, in welchem Land das erfolgreich wird und so, wir kommen hier immer wieder zurück, dass hier sind unsere Wurzeln. Ja, es stehen auf jeden Fall viele Sachen an in Deutschland. Ich mache ja auch den zweiten Teil von Arthur und die Minimoys, und dann gibt es auch die Premiere wieder in Deutschland zum Beispiel, die Weltpremiere ist in Deutschland. Und ja, ganz viele Sachen. Und wir natürlich sind irgendwie unterwegs auf TV-Shows und Verleihungen und die sind das und sind überall wieder dabei.